Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Universe Mode, bei unserem Steffoverse. Und wir sind bei War und haben am Anfang ein Triple Threat Match zwischen Louis, Cedric Alexander und Sami Zayn. Und dieses werden wir uns anschauen. Und let's go! So, und dann sind wir in der Arena und dann kann das Match starten zwischen den dreien. Sami Zayn geht schon mal aus dem Ring, denkt sich, nee, lasst mich mal in Ruhe. Und da gibt es so eine Art STO von Lewis. Aber Sami Zayn kommt wieder rein und schlägt jetzt erstmal auf Lewis ein. Aber Lewis kann kontern. Und schöner Dropkick dann noch gegen Cedric Alexander. Rippen jetzt von Louis an Sami Zayn, der fliegt nach draußen. Louis geht hinterher, aber denkt sich, nee, ich kümmere mich um Alexander, der jetzt mit dem Rippen in die Ringseite. Ah, der Dropkick ging daneben. Aber die Clothesline, die passt. Auch der Vorarm gegen Sami Zayn geht durch von Alexander. Aber da kommt jetzt der Konter von Sami Zayn. Oh, wirft ihn jetzt raus. Sami Zayn verfolgt ihn, aber geht auch wieder rein. Und schnappt sich Louis. Aber nein, er kann kontern. Und Suplex. Und dann gibt es Ellbogenstöße an den Kopf von Sami Zayn. Den Vorhaben kann Louis kontern, aber auch Alexander kann kontern. Und wieder gekontert von Louis. Und dann zeigt er einen Dropkick an Cedric Alexander. Alexander jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt. Ah, Clothesline von Sami Zayn. Rippen in die Ringecke, er kommt angerannt. Und dann verpasst er ihm eine. Und da soll das Cover kommen von Sami Zayn an Louis. Aber Kickout noch nicht mal bei 1. Und jetzt haut Sami Zayn Alexander mit dem Kopf auf den Turnbuckle. Immer und immer wieder. Oh, harter Chop von Sami Zayn an Louis. Aber diesen Griff kann er entkommen. Aber Sami Zayn macht weiter und befördert ihn mit dem Kopf auf den Turnbuckle. Ah, Chop jetzt von Alexander, dann noch ein Kick an den Kopf an Sami Zayn. Und Sami Zayn ist jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt. Ah, den Chop kann Louis abwehren. Aber Alexander setzt nach. Na, jetzt ist Louis wieder dran. Jetzt ein Neckbreaker von Louis. Er steigt jetzt aufs oberste Ringseil. Und ja. Da hat Sami Zayn dazwischen gefunkt. So, Alexander jetzt am Mattenrand. Soll wohl Springboard Action kommen. Jawohl, gibt es auch mit dem Flying Clothesline. Und jetzt macht er sich bereit für seinen Finisher. Aber Sami Zayn kann kontern. Oh, Backbreaker von Louis an Alexander. Kann er schön ausweichen und dann noch einen Tritt in den Magen setzen bei Sami Zayn. Jetzt nimmt er ihn auf die Schulter, der Louis. Aber Sami Zayn kontert das in einem DDT. So, Rippen in die Ringecke von Sami Zayn.
Er befördert ihn nach draußen, nimmt Anlauf, aber Alexander unterbindet das. Und, oh, Sami Zayn mit dem DDT an Alexander auf den Hallenboden. So, jetzt haut er ihn noch mit dem Kopf auf den Mattenrand. Einen guten Sami Zayn. Jetzt packt sich Lewis Alexander, haut ihn gegen die Barrikade. Nimmt. Oh mein Gott! Spear durch die Barrikade! Holy shit! Ja, ich glaube, das war's für Alexander. So, Lewis befördert jetzt Sami Zayn wieder in den Ring. Und was macht er jetzt? Jetzt steigt er aufs zweite Ringseil. Cover. Eins, zwei. Oh, Kickout bei zwei von Sami Zayn. Das war ganz knapp. Und wow, Schoolboy von Sami Zayn. Eins, zwei. Nein, Kickout bei eins. Aber Alexander steht wieder. Und, ah ne, ich dachte schon Cover. Oh, Sami Zayn mit Würpen in die Ringecke mit Alexander. Und da war der Hinüberkick. Und Alexander hat jetzt eine Platzwunde. Wenn jetzt schnell das Cover gemacht wird, dann war's das, weil Lewis rappelt sich nur hoch. Aber das schafft er. Eins, zwei, ja. Lewis kann das Cover unterbinden. Jetzt Suplex mit einer Brücke, aber Kickout von Sami Zayn und jetzt Lewis auf dem Weg nach oben mit seinem Splash. Ja, aber Sami Zayn kann die Beine annehmen und somit funktioniert das nicht. Ja, aber jetzt wieder der Konter von Lewis. Ja, aber schöner Kick jetzt von Sami Zayn an Lewis. So, Rippen in die Ringecke von Sami Zayn an Alexander. Und da gibt es den Suplex in die Ringecke. Cover. Eins, zwei. Lewis kann da echt noch mal kurz bevor es die drei gezählt wird, noch mal unterbrechen das Cover. Und der Hinüberkick da zum zweiten Mal, aber Lewis kann das kontern. Also Alexander musste hier schon ganz schön viel einstecken in diesem Match. Alter Schwede. Erst das Spiel durch die Barrikade. Jetzt Cover von Alexander Lewis 1, 2, aber Kickout bei 2. So, der tritt in den Rücken, den schadet Lewis überhaupt nicht. Dropkick. Zieht da die Beine weg, der Alexander von Lewis. Cover, aber Sami Zayn ist da. So, rippeln jetzt in die Ringecke von Sami Zayn an Alexander. Was sagt er jetzt? Zeigt wieder den Suplex in die Ringecke. Aber Lewis ist auch noch da. Jetzt ein Uppercut von Lewis an Sami Zayn. So, Lewis wieder hoch auf die Seile. Und da gibt es den Splash und das Cover hinterher. Eins, zwei, drei. Ja. Alexander war zu spät. Fast hätte er das Cover unterbinden können. Hier sehen wir nochmal die Springboard Action. Flying Clothesline. Hier das Spear durch die Barrikade. Eieieiei.
Hier der Luva Kick. Ja, geile Moves hier drin gewesen, aber. Winner, Force, Lewis. Aber es kann nur einen geben, einen Sieger geben, und das war Lewis. Herzlichen Glückwunsch schon mal. So, dann hätte man No Way Jose gegen Tyler Breeze. Das gewinnt Tyler Breeze. Die Usos gegen die Authors of Pain. Gewinnt Authors of Pain. Nikki Cross gegen Tamina. Gewinnt Tamina. Alexa Bliss gegen Natalya. Mit zu Total Package am Start. Das gewinnt Natalya. Dann Seth Rollins und Brock Lesnar gegen The Miz und Bobby Roode. Gewinnt Seth Rollins und Brock Lesnar. Rey Mysterio gegen Drew McIntyre. Gewinnt Rey Mysterio. Also die beiden sind jetzt verfeindet und Drew McIntyre hat einen Verbündeten mehr, und zwar AJ Styles, würde ich jetzt sagen, weil Rey Mysterio auch mit AJ Styles verfeindet ist. Okay. Mein Gott, mein Husten. So. Wimmel hat sein Match gewonnen und versucht, eine Botschaft in den Umkleide zu schicken, als er damit gedroht hat, die Karriere mit einem gnadenlosen Angriff vorzeitig zu erzählen, konnte nicht einfach nur zusehen und verhinderte den Angriff durch rechtzeitiges Eingreifen. Oh, okay. So, Rivalitäten. Oh, gut. So, dann gehen wir mal zu SmackDown. Und da sind wir bei SmackDown. Da trifft Xavier Woods auf Rusev. Das gewinnt Xavier Woods. Entschuldigung. Aleister Black und Mustafa Ali in einem Tag Team Match gegen Shelton Benjamin und Randy Orton. Das gewinnt Aleister Black und Mustafa Ali, und die Plätze haben die Ascension eingenommen. Shelton Benjamin und Randy Orton. Und die beiden sind jetzt verfeindet. Okay. Dann Ember Moon gegen Carmella. Gewinnt Ember Moon. Epico Colon gegen Max. Gewinnt Max. Bo Dallas gegen Jeff Hardy. Gewinnt Bo Dallas. Curtis Axel kam zu Hilfe. Andrade gegen Lewis. Gewinnt Lewis. Und Daniel Bryan gegen Samoa Joe gewinnt Samoa Joe. La 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 la. Nach der Niederlage haben heute mit diskutierten Rusev und Jimmy, wer daran schuld war. Wer diese Meinung? Okay. Oh, 3 Wochen noch. 7 Wochen. 3 Wochen. Louis jetzt mit Andrade da ein bisschen an der Feder. Okay. Okay, hat sich nichts geändert. Und dann gehen wir mal zum Main Event. Und dann sind wir beim Main Event. Da trifft Akala auf Pete Dunn. Das gewinnt Pete Dunn. Dann Alexander Wolf gegen Velveteen Dream. Gewinnt Alexander Wolf. Eine 8-Mann Battle Royale over the Top Rope gibt es. Und zwar Leyaki Killian Dane, Roderick Strong, Shane von Gallo, Tyler Bate, Ace Black und Johnny Gargano. Das gewinnt Leyaki. Dann Steffo gegen Robert. Gewinnt Robert. Oh. Andy gegen The Crusher. Gewinnt The Crusher. Und damit herzlich willkommen zu NXT. Und wir sehen den GM Steffo zum Ring kommen. Mal schauen, was er wieder mal zu sagen hat. Wir sind gespannt.
Hallo, liebes WWE-Universum, und willkommen zu NXT. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum bin ich draußen? Warum? Was macht der GM hier draußen? Ja, es ist ganz einfach. Und zwar habe ich zwei Dinge zu sagen. Oder? Ja, doch zu sagen. Erstens, wir treffen ja in einem Match gegen The Total Package. Lars Sullivan und Brock Lesnar an, ja. Das hat er letzte Woche erzählt, der gute The Total Package. Und ganz ehrlich, Brock Lesnar, den rauche ich in der Pfeife. Ich habe vor dem Idioten überhaupt keine Angst. Der kommt sowieso immer nur, wenn jemand Geld zahlt, ja. Und die Leute, die werden wir vernichten. Aber es wird ein Six-Man-Tag-Team-Elimination-Match und das Team, was gewinnt, also entweder The Bulls oder der Varsity Club, gewinnt die Tag-Team-Titel. Also, ihr müsst eure Tag-Team-Titel auf den Tisch legen und genau, wer gewinnt, der wird Tag-Team-Titelträger. So, dann als zweites. Letzte Woche gab es Gallo gegen Lerky. Und das hat mich auf eine Idee gebracht. Gallo hat jetzt nochmal eine Titelchance verdient. Lejaki trifft heute auf Robert in einem Non-Titel-Match. Wenn Robert das Match aber gewinnt, ist er beim Takeover-Pay-Per-View mit in dem Match von Gallo und Lejaki. Nächste Woche trifft Lejaki auf Ace Black in einem Non-Title-Match. Wenn er das Match gewinnt, der Ace Black, ist er ebenfalls in einem Match zwischen Gallo, Lejaki und Robert. Also es würde dann ein Fatal-Four-Way-Match sein bei Takeover um den NXT North American Titel. Also, Jungs, Robert und Ace Black, strengt euch an. Wenn ihr gewinnt, habt ihr die Chance oder seid ihr in dem Titelmatch bei Takeover mit dabei. So, und nächste Woche gibt es dann auch noch ein Number One Contender Match um den NXT Titel. Das war's. Haut da rein. Ja, krasse Ansage von dem GM. Und ja, als erstes Match von heute haben wir hier Joseph Akgala gegen Gallo. Das gewinnt Gallo. Dann Shane Thorne gegen Tyler Bate. Das gewinnt Tyler Bate. Steffo gegen Johnny Gargano. Gewinnt Steffo. Und hier haben wir dann unser nächstes Match. Robert gegen Leaky, und das werden wir uns natürlich anschauen, und let's go. Und dann sind wir im Match. Das habe ich gelesen, aber ist mir egal. So, DDT von Leaky gegen Robert. Two out of three. Aber ich finde das so geiler. Ich will ja noch ein bisschen, ihr müsst ja verstehen, der GM hat einen kleinen Hals auf den Lerky und deswegen muss er da ein bisschen mehr Leistung zeigen bei Takeover. Und wenn es Robert nicht schafft oder Ace Black nicht schafft, dann kann man gar gerne ein Two out of three Falls Match machen gegen Gallo. Aber ich will ja, dass er den Titel verliert. So, aber jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Match. Das war jetzt out of character, meine lieben Leute. Und jetzt Robert mit dem Kopf auf den Turnbuckle. Immer und immer wieder vorne Leaky. So, Robert begleitet natürlich von Scott Hall. Und David begleitet Leaky. So, das konnte gekontert werden von Leaky. Clothesline an Robert. Und, oh, da gibt es schon den Dragon Slayer. Aber Scott Hall sieht es, dass sein Schützling Hilfe braucht. Deswegen lenkt er aber da mal schnell den Ringrichter ab. Und da gibt es jetzt den Aufgabegriff. Muss Robert jetzt schon aufgeben? Nein, er kommt sogar sofort raus. Oh nee, mach das mit Rocco. Ich kann das nicht.
So, und jetzt kommt die Clotheslines und dann noch den schönen Kick an der Yakis Kopf. Und Chokeslam von Robert an der Yaki. Meine Güte hier, das ist ein Finisher-Fest. Das ist ja unglaublich. Oh, den Schlag kann der Yaki aber ausweichen. Jetzt hängt er in den Ring sein, der Robert. Aber Robert befördert Leyaki raus aus dem Ring. Fällt hoch. Nee. Ja, fällt. Nee. Ach, keine Ahnung. So. Robert jetzt auch mit dem Kopf von Leyaki auf dem Mattenrand. So, jetzt der Konter von Leyaki. Ah, Scott Hall. Ah, jetzt dachte ich schon, er mischt sich da ein. Oh, 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 oh. Okay. Oh, Leyaki jetzt auf dem obersten Ringseil. Oh, er zeigt einen schönen Moonsault. Aber Robert jetzt mit dem Tritt an das Knie. Und dann noch eine Clothesline hinterher. So, jetzt soll wohl der Finisher kommen. Und die wird auch, glaube ich, durchgehen. Jawohl, geht durch. Und das Cover. Eins, zwei, aber Kickout bei zwei von der Yaki. Da muss Starmod nicht mal sich einmischen. Aufgabegriff muss Robert aufgeben. Robert gibt auf. Robert gibt auf. Und somit hat Leyaki ein Feind schon mal besiegt. Somit wird es eventuell nur ein Triple Threat Match bei NXT Takeover. Also Robert auf jeden Fall nicht beim Takeover Match um den NXT North American Titel dabei. Hier der Chokeslam nochmal von Robert. Der Finisher von Robert. Und dann hier der Aufgabegriff von Leyaki. Here is your winner, the Dragon. So, dann hat Adam Cole noch jemand zur Rede stellen. Und zwar Andy, okay. Dann Roderick Strong gegen Killian Dane. Gewinnt Killian Dane und Alexander Wolf gegen The Crusher. Gewinnt The Crusher. Alle hat die Rivalität lodert neu auf. Okay. Ich bin schon wieder auf 2. Aber ich habe ja ein Match bei Takeover um ja, gegen Varsity Club. So, Robert. Und dann Ace Black. Okay. Dann gehen wir mal zur nächsten Woche, um die Powerwertung anzuschauen. So, er hat mal bei War, Darwood auf 3, Lewis auf 4, Max auf 10, bei SmackDown Darwood auf 14, Lewis 15, Max 18 und bei NXT Andy auf 1, The Crusher 2, Leyaki 4, Gallo 5, Ace Black 6, Steffo 9, Robert 11, Mike 13, The Total Package 14, Chandler Williamson 15, Akala 20. Und das war's. Und das war's auch für dieses Video. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.